Ihr seid in der Ausbildung, wollt vielleicht ein Studium anfangen, bezieht schon BAföG oder kennt jemanden, der BAföG bezieht, dann seid ihr hier genau richtig, denn heute geht es genau um das Thema BAföG. Was musst du wissen? Was musst du beachten? Welche Infos sind relevant? Hier meine Punkte. Los geht's. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal und humanistische Grüße. Heute die Kategorie musst du wissen und es geht um das Thema BAföG. BAföG steht für Bundesausbildungsförderungsgesetz, ist eine Finanzierung von eurer Ausbildung, eurem Studium, ist natürlich eine Sozialleistung des Staates, die ihr unter bestimmten Bedingungen beantragen könnt. Zu 2019 haben das circa 680.000 Personen getan und hatten dabei einen durchschnittlichen Förderbeitrag von circa 500 Euro. Die BAföG-Leistung ist an bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel Alter, wie oft habt ihr schon eine Ausbildung gemacht und natürlich eure finanziellen Verhältnisse geknüpft. Auf die folgenden Punkte und noch viele andere Sachen werde ich jetzt weiter eingehen. Sobald ihr wisst, dass ihr ein Studium oder eine Ausbildung anfangt, bekommt ihr, wenn ihr BAföG bekommt, von Beginn der Ausbildung an BAföG. Diese Förderung geht in der Regel so lange, wie die Ausbildung auch geht. Zuständig dafür sind die einzelnen Studierendenwerke, manchmal heißen die zum Beispiel AKFÖ, also Akademisches Förderungswerk, die manchmal an der Uni sind oder in der Stadt. Und zum Beispiel bei Auszubildenden sind in der Regel die Städte verantwortlich. Mit jedem Antrag auf BAföG verpflichtet ihr euch gemäß SGB I, Paragraph 60, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und Änderungen mitzuteilen. Das heißt, ihr geht mit eurem Antrag die Verpflichtung ein, alle Angaben wahrheitsgemäß zu tun, um zum Antrag beizutragen und zur Aufklärung beizutragen. Also dazu beizutragen, dass das Amt alle nötigen Informationen bekommt, um euren Antrag, ob ihr BAföG bekommt oder nicht, zu entscheiden. Weiterhin sagt der Paragraph, dass ihr dazu verpflichtet seid, auch dem BAföG-Amt, sofern sich bei euch etwas ändert, dem das mitzuteilen. Angenommen, ihr erbt einen gewissen Betrag, dann seid ihr verpflichtet, in diesem Zeitraum, wo ihr BAföG bekommt, das BAföG-Amt darüber zu informieren. Um einen Antrag zu stellen, bedarf es einiger Formblätter, ein paar habe ich euch hier aufgelistet. Wichtig dabei ist, dass ihr schon, wenn ihr, sobald ihr wisst, dass ihr irgendwo eine Ausbildung macht oder ein Studium anfangt, direkt eine Art formlosen Antrag stellt. Manchmal gibt es da auch einen Formdruck, das ist nur eine Seite, aber ihr könnt auch ganz normal bei eurem Förderungswerk, bei eurem Studierendenwerk ein ganz normales Schreiben hinschicken mit: Hier, Herr, Frau, so und so, ich stelle hiermit einen BAföG-Antrag, weil ich jetzt anfange, Maschinenbau zu studieren. Weiterhin ganz wichtig ist das Formblatt 1, das ist der sogenannte Hauptantrag. Dann natürlich Formblatt 2, eure Bescheinigung der Ausbildungsstätte. In dem Fall ist das natürlich der Betrieb, in dem ihr irgendeine Ausbildung macht. Oder halt die Studienbescheinigung, wenn ihr studiert. Und natürlich Formblatt 3 als ganz, ganz wichtiges Element, die Einkommenserklärung der Eltern. Das heißt, nicht nur eure Daten werden natürlich erhoben, sondern wenn ihr elternabhängiges BAföG bekommt, werden auch die relevanten Daten von euren Eltern erhoben. Das heißt, ihr müsst Formblatt 3 in dem Fall zweimal ausfüllen. Einmal für die Mutter, einmal für den Vater bzw. für die jeweiligen Erziehungsberechtigten. Dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere Formblätter. Die werden aber erst zum Beispiel relevant, wenn ihr einen Leistungsnachweis macht oder wenn ihr ins Ausland geht oder wenn ihr einen Folgeantrag stellt. Ganz entscheidend sind natürlich erstmal der formlose Antrag, das Formblatt 1 und das Formblatt 3, beziehungsweise eure Immatrikulationsbescheinigung als Nachweis, dass ihr dort jetzt die Ausbildung macht. Wichtig ist noch, dass ihr versucht, wenn ihr den Antrag ausfüllt, alles zu beantworten bzw. zu streichen und wenn ihr euch nicht sicher seid, irgendwo nachzufragen, bzw. gerade bei so finanziellen Geschichten nicht das Feld leer lassen, sondern in dem Fall halt 00 hinschreiben oder es wegstreichen. Dann, wenn ihr zum Beispiel ein Studium anfangt, wenn ihr einen Bachelor anfangt, dürft ihr, was die Altersgrenze angeht, nicht älter als 29 bzw. 30 sein. Das heißt, ihr müsst schon vor dem Eintreten des 30. Lebensjahr das Studium angefangen haben. Und beim Master ist es ähnlich, nur da ist es 34, 35. Dazu gibt es auch Ausnahmen, also Ausnahmen, wo sich die Altersgrenze verschiebt, wenn ihr zum Beispiel das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habt, wenn ihr Kinder erzogen habt, Schwangerschaft wäre ein Grund,
wenn ihr eine Erkrankung hattet oder eine körperliche, geistige Behinderung eine Rolle gespielt habt. Also alles so Möglichkeiten, die euch in dem Fall daran gehindert haben, das Studium früher aufzunehmen. Das ist sozusagen ein Grund, warum das BAföG-Recht dann sagt, okay, wir geben der Person trotzdem die Möglichkeit, das Studium aufzunehmen, auch wenn die eigentlich schon über der Altersgrenze drüber ist. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, individuell einen Antrag zu stellen aus ganz bestimmten Gründen, weil das Gesetz kann ja nicht alles regeln. Weiterhin richtet sich BAföG natürlich immer nach einer gewissen Förderungsdauer. Das wurde ja schon am Anfang erwähnt. Also in der Regel ist das die sogenannte Regelstudienzeit, wenn man es aufs Studium bezieht, beziehungsweise die Ausbildungszeit. Aber auch diese Förderungsdauer und damit Förderungshöchstdauer kann sich unter bestimmten Umständen erhöhen. Neben der allgemeinen Förderungsdauer, also wie lange ihr für eure Ausbildung BAföG bekommt, gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, diese Förderungshöchstdauer oder Förderungsdauer zu erweitern. Da gibt es auch verschiedene Gründe. Ein paar habe ich euch wieder aufgelistet. Natürlich zählt auch hier Kindererziehung, Schwangerschaft, Krankheit, das, was ihr natürlich immer alles nachweisen müsst. Verschulden der Hochschule spielt aber auch eine Rolle. Also wenn die Uni es irgendwie nicht hinbekommt, euch eine Prüfung anzubieten oder einfach zu viele da sind und die Prüfung nicht zu Corona-Zeiten zum Beispiel so dementsprechend durchgeführt werden kann, dann kann das ein Grund sein, warum ihr länger BAföG bekommt und sich somit eure Förderungshöchstdauer erhöht. Weiterhin kann ein Grund sein, ein erstmaliges Nichtbestehen einer Zwischen- und Abschlussprüfung oder auch eine Behinderung oder Pflegeangehörige sowie individuelle und weitere Gründe sind natürlich möglich. Ebenso ist möglich, dass ihr euch an gesetzlichen Gremien am Campus oder an der Hochschule beteiligen könnt, also im Fachschaftsrat, im Studierendenparlament oder in sonstigen Gremien. Diese müssen aber alle gesetzlich vom Hochschulgesetz vorgeschrieben sein. Auch das kann dann ein Grund sein, warum ihr länger BAföG bekommt. Das ist aber in der Regel begrenzt auf 2 Semester. Ein ebenso wichtiger Punkt ist der sogenannte Fachrichtungswechsel. Also das heißt, ihr habt irgendwie festgestellt, euer Studium läuft nicht so richtig und ihr wollt das Studium wechseln. Dann ist ein Wechsel grundsätzlich möglich. Einmal im Bachelor und im Master nur unter ganz bestimmten Umständen. Im Bachelor sieht es dann wie folgt aus, dass ihr bis Ende des dritten Semesters relativ einfach wechseln könnt. Das ist der sogenannte Eignungs- oder Neigungswandel. Das heißt, ihr teilt dem BAföG-Amt einfach mit, okay, ich habe gemerkt, das Studium ist nichts, ich habe mich irgendwie umorientiert oder festgestellt, das andere liegt mir viel, viel mehr. Und wenn ihr das bis zum Ende des dritten Semesters tut und vorher nicht schon mal studiert habt, dann könnt ihr einmal wechseln. Das ist so die Regel. Ab dem vierten Semester im Bachelor wird es schon ein bisschen schwieriger. Da ist der sogenannte unabweisbare Grund nötig. Also ihr braucht sozusagen einen Grund, der so schwerwiegend ist, dass ihr diese Ausbildung nicht fortsetzen könnt, dieses Studium nicht beenden könnt und somit auch weniger zum Beispiel Berufschancen habt. Also ganz klassisch wäre da die Verletzung des Sportstudenten, der dann das Studium nicht mehr beenden kann. Weiterhin wichtig ist, gibt es immer eine Unterscheidung zwischen dem Fachrichtungswechsel, also ich wechsle zum Beispiel von Medizin zu Sport, und der sogenannten Schwerpunktverlagerung. Das heißt, ich habe zum Beispiel studiere Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt VWL und will dann wechseln in Schwerpunkt BWL. Das heißt, die Grundlagen sind ähnlich, mein Schwerpunkt verlagert sich, ich bekomme weiter BAföG und kann wechseln, oder meine Fachrichtung ändert sich komplett, dann kann ich in dem Fall einmal wechseln, hab keine Nachteile, krieg nochmal neue BAföG für das nächste Studium und kann weiter studieren. Bei der Schwerpunktverlagerung, Grundlagen gleich, ich kann ganz normal weiter studieren, je nachdem, wie lange meine Förderungsdauer ist. So oder so sind Mehrfachwechsel möglich, aber schwierig. Begründen und nachweisen müsst ihr aber alles dem BAföG-Amt. Das kommt dann immer auf die jeweilige Situation an, beziehungsweise was das Amt an Unterlagen und Nachweisen von euch haben möchte, warum ihr jetzt euer Studium wechselt oder den Schwerpunkt verlagert. Beim Begriff des Vermögens und des Einkommens kommt es natürlich erstmal darauf an, ist es elternunabhängig oder elternabhängig. Wenn es elternunabhängig ist, dann wird natürlich nur euer Vermögen und euer Einkommen zugrunde gelegt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr jetzt ein Single seid ohne Kind, habt ihr einen gewissen Freibetrag, der ist bei 8.200 Euro und ihr könnt immer noch
450 Euro pro Monat dazu verdienen, ohne dass euch was angerechnet wird auf das BAföG. Das heißt, ihr bekommt BAföG und habt trotzdem die Möglichkeit, nebenbei ein Stück weit etwas zu verdienen. Alles, was drüber liegt, wird dann angerechnet. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, also es dreht sich immer um den Bewilligungszeitraum, wo ihr BAföG bekommt, der ist in der Regel 12 Monate, und in dem Zeitraum dürft ihr halt diesen Verdienst haben, und jeder Euro, der halt drüber liegt, über dieser Grenze, wird euch wieder vom BAföG abgezogen. Bei dem Einkommen der Eltern kommt es natürlich darauf an, was verdienen die zusammen. In der Regel so Pi mal Daumen ab 50.000 Euro zusammen verdienst, wenn es elternabhängig ist, wird es schon sehr, sehr schwierig, dass ihr noch BAföG bekommt. Aber am besten in dem Fall, da das ein ziemlich komplexer Sachverhalt ist, immer mal die BAföG-Rechner nutzen und sich da einmal hinsetzen und das mit den Eltern zusammen durchrechnen. Generell ist es natürlich sehr viel einfacher, wenn ihr elternunabhängiges BAföG bekommt, weil dann wirklich nur eure Finanzen, euer Vermögen zugrunde gelegt wird. Und das kann natürlich, das können auch Vermögensgegenstände sein. Also wenn ihr ein Auto habt, wenn ihr irgendwie Bausparverträge habt, wenn ihr Aktien habt, etc. pp. Also alles, was in dem Vermögensbegriff geregelt ist, oder auch ein Haus, eine Immobilie, kann dort veranschlagt werden und kann zu dem Freibetrag dazugezählt werden. Aber auch da gibt es wiederum Ausnahmen. Elternunabhängig bedeutet, euer Antrag wird unabhängig von euren Eltern betrachtet und entschieden, und auch euer Vermögen und euer Einkommen. Wann ist man elternunabhängig? Nun, man ist elternunabhängig in dem Fall, wenn ihr zum Beispiel das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg erworben habt. Zum Beispiel auf dem Abendgymnasium, oder wenn ihr 30 Jahre oder älter seid. In dem Fall sagt das BAföG-Amt auch, okay, die Person hat jetzt ein bestimmtes Alter erreicht, ist elternunabhängig. Da kommt es aber dann wieder ein Stück weit auf die Altersgrenze drauf an, ob ihr da irgendwas habt, was relevant ist, das eure Altersgrenze nach oben verschiebt. Ebenso könnt ihr, um elternunabhängig zu werden, 5 Jahre erwerbstätig sein, also ihr müsst euch mit einem bestimmten Satz, mit einem bestimmten Gehalt 5 Jahre lang sozialversicherungspflichtig beschäftigt finanzieren und selbst euer Leben finanzieren. Ebenso geht aber auch eine 3-jährige Berufsausbildung plus 3 Jahre Erwerbstätigkeit. Weiterhin spielt noch eine Rolle, wenn ihr vollweise seid oder wenn der Aufenthaltsort der Eltern unbekannt ist oder wenn die Eltern aus irgendwelchen anderen Gründen daran gehindert sind, Unterhalt für euch zu leisten bzw. für euch ein Stück weit und für eure Ausbildung aufzukommen, dann kann das auch eine Möglichkeit sein, warum das BAföG-Amt sagt, okay, wir betrachten diese Person als elternunabhängig und wir gucken uns nur das Vermögen und das Einkommen dieser Person und die Umstände dieser Person an und schauen nicht auf die Eltern. Ebenfalls wichtig ist das Thema Vorausleistung, § 36 im BAföG-Gesetz. Also wenn zum Beispiel eure Eltern keine Auskünfte dem BAföG-Amt gegenüber geben oder euch keinen Unterhalt zahlen, dann könnt ihr das Formblatt 8 ausfüllen und somit ein Antrag auf Vorausleistung stellen. Dazu sei noch zu wissen, dass ihr quasi glaubhaft gegenüber dem BAföG-Amt machen müsst, dass ihr alles versucht habt, um an die Informationen von euren Eltern zu kommen. Das heißt in der Regel, wenn eure Eltern nicht gewillt sind, euch die Unterlagen, zum Beispiel das Formblatt 3 auszufüllen, schreibt ihr zum Beispiel einen Brief an eure Eltern und sagt, bitte füllt das bis dann und dann aus, ich brauche das für meinen BAföG-Antrag, und das schickt ihr per Einschreiben zu euren Eltern und weist mit dem Einschreiben nach dem BAföG-Amt, dass ihr alles in eurer Macht Stehende getan habt, um an die Informationen gekommen. Denn nämlich nur dann ist das die Grundlage für einen Antrag auf Vorausleistung. Und dann muss nämlich das BAföG-Amt aktiv werden über zum Beispiel Amtshilfe mit dem Finanzamt und muss sich die nötigen Informationen, wenn es nämlich bei euch elternabhängiges BAföG ist, sich von den Eltern holen. Ebenso wichtig ist der sogenannte Leistungsnachweis. Dieser kommt in der Regel, schreibt euch das BAföG-Amt Ende des 4., Anfang des 5. Semesters an und möchte, damit ihr eure Förderung weiterbekommt, einen Leistungsnachweis der erbrachten CPs haben in eurem Studium. Normalerweise habt ihr, wenn alles in der Regelstudienzeit verläuft, 120 Credits.
Aber dass das faktisch manchmal anders aussehen kann, weiß ich auch. Deshalb reichen dem BAföG-Amt ungefähr 80 bis 100, aber da gibt es so gesehen keine genaue Zahl, weil ihr müsst mit dieser Aufforderung des Amtes dann zu dem Prüfungsamt hingehen und die müssen euch bescheinigen, okay, dieser Leistungsnachweis ist erfüllt. Das heißt zum Beispiel, ihr habt bestimmte Grundmodule erfüllt und nicht nur irgendwas im Optionalbereich und dadurch Credits erworben. Wichtig ist aber, dass ihr so viele Credits wie möglich sammeln solltet, um nicht in die Bredouille zu kommen, diesen Leistungsnachweis nicht zu erfüllen. Und falls ihr noch auf irgendwelche Credits wartet, dass ihr um Aufschub bittet oder sagt, okay, ich habe die Klausur erst geschrieben, das dauert noch ein bisschen aus den und den Gründen und ich würde den Leistungsnachweis dann ein paar Wochen später einbringen. Das ist in der Regel kein Problem. Ebenso gibt es auch hier Möglichkeiten durch Krankheit, Kindererziehung, Pflege oder sonstige schwerwiegende Gründe, Möglichkeiten, dem BAföG-Amt gegenüber glaubhaft zu machen, okay, ich war nicht in der Lage, das oder bin nicht in der Lage, gerade das einzureichen aus den und den Gründen und ich bitte hiermit um einen Aufschub dieses Leistungsnachweises. Ja, ebenso wichtig ist dann das Thema BAföG-Rückzahlung. Das findet ihr ab dem Paragraphen 18 und da ist das Gesetz so ausgelegt, dass ihr maximal 10.000 Euro bzw. 10.010 Euro zurückzahlt, beziehungsweise 50% eures BAföGs ja frei ist und die andere Hälfte quasi ein unverzinstes Darlehen. Ihr habt dann circa 4,5 bis 5 Jahre nach dem Abschluss Zeit, also Bachelor und Master zählen in dem Fall zusammen, aber die Zeit, also wenn ihr einen Bachelor macht, zählt ab da schon die 4,5 Jahre, bis die Rückzahlung beginnt und dann könnt ihr den Master noch oben drauf machen und dann fängt die Rückzahlungszeit an. Es betrifft nur Studierende an Hochschulen, Schülerinnen und Schüler sind da ausgenommen. Das Ganze läuft über das Bundesverwaltungsamt in Köln und ihr könnt, sofern ihr nicht so viel Geld nach dem Abschluss verdient, immer noch die ganze Sache aufschieben. Also ihr könnt dem Bundesverwaltungsamt dann auch hier wieder mit Nachweisen glaubhaft machen, dass ihr im Moment nicht so viel Kohle habt und somit das Ganze immer noch um ein Jahr aufschiebt. Das ist der sogenannte Stundungsantrag. Läuft immer ein Jahr und kann dann immer auch nochmal verlängert werden. So oder so, irgendwann müsst ihr zurückzahlen, zum Beispiel in Monatsraten, das sind roundabout 130 Euro aktuell. Oder es gibt immer noch die Möglichkeit, das Ganze auf einen Schlag zurückzuzahlen. Diese Chance habt ihr aber auch nur einmal am Anfang, wenn ihr zum Beispiel 10.000 Euro zurückzahlen müsst. Also es gibt immer so eine Tabelle und je höher der Betrag, umso höher der Erlass. Wenn ihr bei 10.000 Euro kriegt ihr so 20% ungefähr und müsst dann nur 8.000 Euro zurückzahlen und wenn ihr das auf einmal tut, dann habt ihr quasi diesen Teilerlass bekommen. Ja, zum Schluss vielleicht noch ein paar Tipps für den Alltag. Vermeidet auf jeden Fall mündliche Absprachen, macht immer alles schriftlich. Ich habe schon ganz, ganz oft erlebt, dass den Studierenden irgendwas am Telefon gesagt wurde und dann das BAföG-Amt was ganz anderes verlangt hat. Schickt wichtige Dokumente auf jeden Fall per Post bzw. per Einschreiben. Nur in einigen Fällen akzeptieren die auch E-Mail. Zum Beispiel könnt ihr eine Immatrikulationsbescheinigung, wenn ihr die E-Mail-Adresse habt, direkt an euren Sachbearbeiter schicken. Das geht, das habe ich schon erlebt, kommt aber wahrscheinlich immer auf das jeweilige Förderungs- bzw. Studierendenwerk an. Plant auf jeden Fall längere Bearbeitungszeiten ein. Ihr könnt nicht erwarten, wenn ihr am Anfang Oktober anfangt zu studieren, dass ihr direkt ein paar Tage später BAföG bekommt, weil also an der Ruhr-Uni Bochum ist es zum Beispiel so, da haben die 20 bis 30 Sachbearbeiter und 15.000 Anträge und allein aufgrund der Masse ist das gar nicht möglich, dass die so schnell den Antrag bearbeiten. Also da stellt euch, wenn es ein einfacher Antrag ist, immer darauf ein, dass das mindestens 6 bis 8 Wochen dauert bei einem einfachen Antrag, wo jetzt nicht irgendwie der Vater im Ausland wohnt oder irgendwelche Unterlagen noch fehlen etc. pp. Ihr könnt auch immer noch die kostenlose BAföG-Hotline anrufen des Bundesministeriums. Die entscheiden zwar nicht über euren Antrag, aber geben euch schon mal wichtige und nützliche Informationen, wenn ihr zum Beispiel irgendeine spezielle Frage habt. Unwissenheit schützt euch aber nicht, denn im Zweifel sagt das BAföG-Amt dann, ja, okay, Sie sind dafür verantwortlich und ihr sagt, na, ich wusste es aber nicht, dann sagen die, ja, ist uns aber egal. Ne? Deshalb immer so ein bisschen vorher informieren und irgendwo eine BAföG-Beratung oder Rechtsberatung auch aufsuchen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ihr könnt aber immer auch
Akteneinsicht beantragen, wenn ihr euch die Sache genauer angucken wollt oder wenn euch irgendwas Spanisch vorkommt, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas kann da nicht hinhauen mit der Rechnung, mit den Akten, ich habe das hingeschickt, trotzdem wurde das abgelehnt, dann könnt ihr immer auch noch eine Art Überprüfungsantrag verlangen. Widerspruch gegen einen Bescheid, den ihr bekommen habt, ihr habt einen Ablehnungsbescheid bekommen, könnt ihr innerhalb von 4 Wochen sagen, okay, ich lege gegen diesen Verwaltungsakt einen Widerspruch ein und die Begründung könnt ihr dann auch nachreichen. Ebenso gibt es schon teilweise die Möglichkeit, wenn ihr euch einen Account anlegt, dass ihr den BAföG-Antrag digital stellt. Das ist aber noch in der Erprobungsphase und wird hoffentlich in den nächsten Jahren ein bisschen, wird sich ein bisschen etablieren, damit nicht mehr so viel ausgedruckt werden muss und ihr auch schneller die Dokumente zu eurer Sachbearbeiterin, zu eurem Sachbearbeiter schicken könnt. Zum Schluss vielleicht noch Verwaltungsvorschriften immer mal reingucken, weil da sind ganz, ganz viele kleine Dinge geregelt und auch Beispiele, die so in dem Gesetz erstmal gar nicht drinne stehen und was vielleicht auch noch für euch, für euren Fall interessant und wichtig sein könnte. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Links und Quellen findet ihr in der Beschreibung. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr irgendwie eine spezielle Frage habt oder schickt mir eine E-Mail mit eurem speziellen Fall, eurer speziellen Fragestellung. Ich freue mich drauf über konstruktives Feedback und humanistische Grüße. Bis bald.